Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Beim letzten Mal haben wir in Kasabat diese Tiberium-Chemiewaffenfabrik hochgejagt. Und jetzt haben wir mitbekommen, dass Nott offenbar Waffenteile über Alexandria verschifft. Und deswegen sollen wir den Hafen unschädlich machen. Und damit geht's auch gleich los. Wir können es jetzt beweisen. Nott hat waffenfähiges Tiberium. Das macht unser nächstes Ziel noch komplizierter. Der Hafen von Alexandria ist Nots Hauptnachschubverbindung zum Rest der Welt. Versuchen Sie, die Anlage auszuschalten und kappen Sie die Verbindung so schnell wie möglich. Die gute Nachricht ist, unser Nachschub klappt hervorragend. Wir können Ihnen das leistungsfähigste Fahrzeug zur Verfügung stellen, den Mammutpanzer. Ich sage es ungern, diese Mission macht Ihnen vielleicht Spaß. Wenn Casey mir wirklich Mammutpanzer gibt, dann wird mir diese Mission Spaß machen. Und wie? Ich liebe den Mammutpanzer. Das ist der geilste und stylischste CNC-Panzer überhaupt. Und da haben wir auch schon einen. Meine Befehle. Neue Bauoptionen. Okay, womit legen wir los? Wir legen los mit einer zweiten Raffinerie. Dieser Hafen beliefert die Nordtruppen in aller Welt. Zerstören Sie beide Verladekräne, um Nord diesen Nachschubweg abzuschneiden. Zerstören Sie das Nordhauptquartier, um den Hafen stillzulegen. Das werde ich tun. Der Mammut ist der fortschrittlichste Panzer der GDI. Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Und er regeneriert sich. Das ist extrem geil. Errichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammutpanzer bauen zu können. Ja, werde ich tun, sobald ich die zweite Raffinerie gebaut habe. Im Endeffekt brauche ich die zweite Raffinerie nur deshalb, weil ich gerne den zweiten Sammler haben möchte und es immer billiger ist, eine Raffinerie zu bauen. Und sie dann zu verkaufen. Als einen neuen Sammler zu bauen. Haltet die Augen offen! Einheit bereit. Mammutpanzer. Oh, da sind ja Bikes und so ein Scheiß. Und Schnottmods. Feuer. Bodenunterstützung. Eingraben. Die sind ja doof hier. Meine Befehle. Unaufhaltsam. Ja, das können die Soundtrooper machen. Rücke vor. So, jetzt wollte ich eine Waffenfabrik bauen. So, ich musste mal langsam aber sicher wieder angewöhnen, die Hotkeys zu benutzen. Als ich das früher aktiv auch im Internet gespielt habe, hat mir das mal jemand gezeigt, mit dem ich gespielt habe, dass man auch vernünftig mit Hotkeys spielen kann. Das muss ich alles wieder erstmal erlernen. Das hat alles eine Weile gedauert. Also ich habe es schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Die ganzen Hotkeys. Neues Bonusziel. In der Stadt südlich des Nordstützpunktes steht ein intaktes EMP-Kontrollzentrum, das für unsere Operation sehr nützlich wäre. Ja, das hole ich mir gleich noch. Ich kann ja schon mal den Invasor dafür bauen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. So, Waffenfabrik her. Ich habe Ihre Code. Gefechtsstand her. Gebaut. Geheimdienstdaten aktualisiert. So, was habe ich jetzt für Geheimdienstdaten bekommen? Reparaturdrohnen. Ah, richtig. Ich kann jetzt den Mammutpanzer in die Reichweite, in diesen Kreis hineinziehen und dann wird er von den Drohnen repariert. Das ersetzt praktisch das Reparaturfeld, das man im vorherigen Command & Conquer bauen konnte. Du hattest ja bei C&C1 konntest du ein Reparaturfeld bauen und gegen Geld die Panzer reparieren. Jetzt machen das die Drohnen von allein. So, Gefechtsstand hier. Zack, hier hinten hin. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Technologiezentrum her. Und ich könnte in der Waffenfabrik schon mal eben den BMT bauen. Denn ich möchte den Invasor nicht zu Fuß dahin laufen lassen. Das dauert nämlich eine halbe Ewigkeit, bis der dann da wäre. Und das muss ja nicht sein. BMT einsatzbereit. So, Commander? Da rein. Wir sehen uns dort. Es kann losgehen. Und ich habe jetzt noch kein Geld für Predator-Panzer raus. Ich möchte Mammut-Panzer bauen und die habe ich auch gleich, sobald das Technologiezentrum steht. Dann brauche ich, weiß ich nicht, 15 Stück davon oder sowas. Und dann geht's los. Dann holzen wir das hier alles um. Eventuell baue ich noch ein BMT oder zwei BMTs mit Granatentroopern, für den Fall, dass Nord hier Gebäude in der Stadt besetzt hat. Keine schlechte Idee eigentlich. Ausbildung.
Commander, Operation läuft. Und Granatenschuber wollte ich bauen, ne? Genau. Ausbildung. Zwei Stück. BMT einsatzbereit. So, dann war das Gebäude fertig. Das packen wir mal hier hinten mit hin. Na, da passt das doch eben noch zwischen. Dahin. Neue Bauoptionen. Grenadiertruppe einsatzbereit. In der Waffenfabrik können jetzt Mammutpanzer gebaut werden. Ja, dann hauen wir mal die Railguns noch durch. Kostet 3000, machen wir kaufen aber. Kaufen Sie im Technologiezentrum das Railgun-Upgrade und rüsten Sie alle Predator und Mammutpanzer mit dieser Technologie auf. Ja, das ersetzt nämlich dann die normalen Kanonen der Mammutpanzer durch Railguns. Das ist ziemlich geil. Das ist die Waffe, die die Soundtrooper auch haben. Jetzt weiß ich auch wieder, wie die hieß. Das sind Railguns. Was macht der Wurfarm? So, du gehst da rein. Granaten bereit? Du gehst da rein. Sind unterwegs. Es kann losgehen. Unterwegs. Die Feindliche Einheiten in Sicht. Ach, du Schande. Mammutpanzer hinterher, schnell! Okay, Mammut vor. Flugabwehrbatterie. Ich baue sicherheitshalber mal die ein oder andere davon und vielleicht noch ein neues Kraftwerk. Wird gebaut. Warte, brauche ich das Bauarbeiten noch? Halt, stopp. Laufen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Kraftwerk. Ah, gut, ich kann die aufrüsten, die Kraftwerke jetzt. Wir sind hier! Macht die Luken dicht, Jungs! Das wird ziemlich heftig! Was sagt der? Ich baue mal zwei oder drei Stück davon. Ich kann jetzt jedenfalls mit diesen Turbinen upgraden, wie das bei Tiberian Sun auch schon ging. Und ich wollte Mammutpanzer in Auftrag geben. Mein Gott. Ausbildung. So, hier. 10 Stück. So. Bau abgeschlossen. Einheit unbesiegbar. Ja, das kannst du auch alleine. Mammutpanzer ist nicht genug dafür. Hier, Mammutpanzer. Hinfahren. Will ich da bekämpfen. Ich brauche diese Fahrzeuge noch. Die sollen eigentlich gar nicht kämpfen. BMT erwartet Befehle. Hier, fahrt mal hier hinten. Hierher, los. Ja, Sir. Gut, zerstör den mal. Zack, gut. Genau, lass ich mal reparieren von den Drohnen. Dafür sind sie ja da. Mammut einsatzbereit. Zweite Flakbatterie hier hin. Und eine dritte können wir auch nochmal eben bauen. Das Tiberium ist schon fast abgeerntet. Das ist doof. Aber nicht zu ändern. Bau abgeschlossen. Ja. Upgrade abgeschlossen. Und die dritte kommt mal dahin. So. Super. Okay. Dann bauen wir jetzt. Feindliche Einheiten in sich. Nur noch einen ganzen Haufen Mammutpanzer. Und ihr seht schon. Mammutpanzer. Die Kanonen sehen schon ein bisschen anders aus. Die da jetzt drauf sind. Die schießen mit Railgun. Und jetzt auch schon drei davon. Ja, Sir. Und ich denke, ich riskiere es gleich mal, in die Stadt zu fahren und dieses Center einzunehmen hier. Ah ja, Produktion des Mammut MK2 Walkers. Das ist der aus Tiberian Sun. Die Produktion eingestellt und wieder zurück zum Mammutpanzer. Wenn ihr das alles mal lesen wollt, müsst ihr euch das Spiel selber holen. Ich finde es nicht ganz uninteressant. Fühlt schon so ein bisschen, dass man die Geschichte noch ein bisschen wieder besser unterwegs. Hier drin hat. Zone Trooper. Unsere Befehle. Stellen wir eine Zone Trooper einer hier hin. Mammutpanzer. Mammut einsatzbereit. So, die drei Mammuts fahren jetzt zusammen mit den drei BMTs. BMT, wie ist der Plan? Richtung City. Nähern uns Ziel. Das sind mal Team 2. Mammutpanzer bereit. Das ist Team 1. Unaufhaltsam. Commander, haltet durch. 2, so. Jetzt bräuchten wir mal hier die Häuser aus, die von Nord gegebenenfalls besetzt sind. Wir kommen. Völlige Überlegenheit. BMP erwartet Befehle. Und für den Fall, dass sie die Nordmods durch die Gegend fahren, ne? Guck mal, da geht schon los. Ah, oh, Scorpion Tanks, scheiße, zurück, 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 zurück. Meine Befehle. Auf dem Weg. Es kann losgehen. Ja, Team 1 vorrücken. BMT, wie ist der Plan? 2 hierhin. Oha. Unterwegs. Zeigen wir es ihnen. BMT erwartet Befehle. Wir haben auf Kontakt, Sir. Mammut, okay, das sieht gut aus. Mammutpanzer, wie sieht es bei euch aus? Immer noch gut, okay, hierher. Bin unterwegs. Gruppentransporter. Mammutpanzer bereit. Wir besetzen das EMP-Kontrollzentrum. Bereit. Einheit wird angegriffen. Deaktivieren Sie mit einem EMP-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude Granaten rein. Des Notstützpunktes. Hier hinfahren. BMP erwartet Befehle. Du da drauf feuern.
Auf zur Front. Es kann losgehen. Commander, BMT erwartet Befehle. Ihr zwei. Panzer. Da, ihr. Hierher, da, das ist schön. Hierher, oh, warte, wo fahrt ihr denn hin? Hierher, hallo. Unterwegs. Ah. Haltet durch. Dass sie nicht sofort das Kommando befolgen, es nervt. Oh. Ja, Sir. Commander? Ihr müsst das Gebäude hier mal eben säubern. Wir haben Kontakt, Sir. Okay. Gut, jetzt diesen hier. BMT erwartet Befehle. Dahin. Ingenieur ausladen. Ich kümmere mich übernehmen. Um alles. Mammut, einsatzbereit. BMT, wie ist der Plan? Gebäude eingenommen. Gut. Mammut, Panzer. Commander? Ihr. Waffen klar machen. Da eine Granate reinhauen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Oha. Ich würde mal sagen, das Ding ist zerstört. Unterwegs. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay. Da sind Scorpion-Tanks. Bereit, ich komme. Ist egal, ich habe das EMP-Kontrollfeld eingenommen. Es ist völlig egal, was hier jetzt passiert. Im Endeffekt. Mammut, einsatzbereit. Brauche ich noch welche? Ja. Und das Geld, was ich habe, reicht doch gerade so. Deswegen schicke ich die Mammuts hier. Dann wieder mal zurück. Unaufhaltsam. Mammutpanzer bereit. Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken, Transporter. Bereit für Angriff. BMT erwartet Befehle. Neues Bonusziel. Okay, Männer. Da. Ah, da oben gibt es noch ein Tiberiumfeld. Gut. Commander? Ah, das Gebäude habe ich zu stark beschädigt, ne? Mammut, och, du Scheiße. Bereit. Okay, wo ist mein Transporter? Was macht der Wurfarm? Da. Los, okay, los. Scheiße. Und hat sich da reingebastelt. BMT, wie ist der Plan? Hier, da, Granate rein. Feindliche Einheiten. Was brauchen dann schicke ich da mal eine Zone Trooper hin. Unzureichende Mittel. Holt sie euch. Die können sich darum kümmern, das Gebäude zu verteidigen. Einheit wird angegriffen. Okay, sieht aus. Gut, die Unterstützung kommt schon. Ein Landvermesser. Bau unterbrochen. Breche ich das mal alles ab? Und baue einen Landvermesser, den ich mir nicht mehr leisten kann. Das heißt, ich muss irgendwas verkaufen. Ich weiß aber noch nicht was. Aber selbst dann müsste ich da oben ja eine neue... Oh, das sind Kisten, wie schön. Das sind Kisten. Ja, Sir. Wo ist denn der Scheißvermesser? Mammutpanzer bereit. Ach so, hier ist Bau aufgekommen. Ist klar. Könnte funktionieren. Und hier hin? Angegriffen. Und die zweite eine Zone Trooper schicke ich mal da oben mit hin. Soll ich mal die Kisten holen? Also von mir aus können die so stehen bleiben. Wenn da immer noch Truppen reingehen, dann habe ich da kein Problem mit. Trooper. Dieser Einheit Zone Trooper kann doch praktisch alles andere aufräumen. Leider können die keine Gebäude besetzen. Das wäre extrem geil, wenn sie das könnten. Leider geht es nicht. Unsere Befehle. Feindliche Einheiten in Sicht. Auf geht's, Trooper. So, ich regel das Geld. Verteidigt unsere Kräne. Da gab's Geld. Ich würde ja am liebsten jetzt einfach alle Mammutpanzer hier wegholen, aber das kann ich mir nicht erlauben. Da wird meine Basis wahrscheinlich zerschossen. Ich das mache. Also brauche ich jetzt erstmal noch eine Raffinerie da oben. Und dann habe ich noch ein paar Mammutpanzer hinterher. Einen kann ich schon mal in Auftrag geben. Und dann kann ich diese Raffinerie hier unten theoretisch verkaufen, sobald ich da oben eine neue gebaut habe. Wie viele Mammutpanzer habe ich denn jetzt hier überhaupt? 10 Stück, das ist doch schon mal. Feindliche Einheiten in sich. Super. Bau abgeschlossen. Achso, ich sollte den Surveyor da oben erst mal ausbauen, ne? Mal sehen, was da los ist. Verstanden. Mammut einsatzbereit. Bonusziel erreicht. So. Ungeeigneter Bauplatz.
Geheimdienstdaten aktualisiert. Ach so, ich muss den erstmal zu Ende ausbauen. Okay, dann kann ich jetzt Mammutpanzer bauen. Ja, nochmal 10 Stück in Auftrag. Vielleicht wahrscheinlich keine 10 mehr brauchen. Unzureichende Mittel. Aber ich muss eben den ein oder anderen Mammutpanzer, bevor ich loslege. Hallo. Sag mal. Auf zur Front. Ich komme. Völlige Überlegenheit. Okay. Mammutpanzer, rauf da. Auf dem Weg. Shit, ey, das ist viel. Angegriffen. Schnell reparieren. Los, rauf, rauf, rauf. Speilt euch mal ein bisschen, ihr Lahmärsche. So, komm, haut die jetzt mal weg hier. Alles klar, ja gut, dann mache ich jetzt einfach direkt weiter. Ich komme. 7 Panzer müssen erstmal reichen, mache ich mal Team 1 fahren. Einheit befördert. Und dann baue ich da unten mal fleißig. Feindliche Einheiten in Sicht. Mammut rückt vor. Los geht's. Erstmal, dass es Raketen hat. Erstmal das, was Raketen hat. Und dann, dass es Panzer ist. So, komm, haut rein. Jetzt den Krümelkram weg. Dann die Raketenwerfertrupps. Das ruckelt schon wieder. Ich habe gerade 15 FPS. Das nervt ein wenig. Auf dem Weg. Weil mein Rechner eigentlich leistungsfähig genug dazu ist. Greife an. Nähere mich. Hier haut man das Gebäude kaputt. Löscht sie aus. So, bin hier lang. Unterwegs. Ach, das nervt, dass das so lahm ist alles. Das ist doch zum Kotzen. Bin unterwegs. So, fahrt mal hier rein. Hier auf den Mammut Steg, bis da hinten. Feindliche Einheiten in sich. Mammut einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Naja, unzureichende Mittel. Ist schon gut. Passt schon. Ihr macht das schon. Ich komme. Genau, weiterfahren. Auf dem Weg. Kann ich eigentlich ein Flugfeld bauen? Cool. Soll ich noch Orcas bauen? Ja, komm. Scheiß drauf. Was soll ich mit Orcas, wenn ich noch einen Panzer bauen kann? Notverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Ja, das macht nichts. Unaufhaltsam. Nähere mich. Lass die Notverbände sich mal aus östlicher Richtung nähern. Ist mir egal. Ich komme. Ja, Sir. Feindliche Einheiten in Sicht. Los geht's. Greife an. Ah, schade, die konnte ausladen. Mist. Unaufhaltsam. Na komm, mach nichts. Wenn du das, dann fahr ich da einfach stumpf durch. Los geht's. Bin unterwegs. Ich komme. Mammut, nähere mich. Ach, ihr nervigen Not-Heinis, ey. Hier, Feuer frei auf die Raketenwerfer. Mammut rückt vor. Feuer frei auf den Panzer. Ich glaube, ich verliere das mal, wenn es so weitergeht. Einheit befördert. Ja, Sir. So, zerstören wir die hier hinten auch noch. Das ist erstmal alles mit Raketen durch die Gegend schießt. Greife an. So, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Mammut einsatzbereit. Dieser blöde Turm schießt nicht wirklich auf meine Mammutpanzer, oder? Los geht's. Das ist jetzt unser Revier. Mammutpanzer. Nein, das ist nicht. Auf dem Weg. Was wollt ihr eigentlich von mir, Idioten? Hier, jetzt haut mal das Ding da weg. Los geht's. Greife an. Okay, Jungs, zieht euch mal eben zurück. Ja, Sir. Auch noch mehr Panzer. Notverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Auf dem Weg. Schicken wir mal ein bisschen Unterstützung. Mammut, Einsatzpanzer bereit. Unbesiegbar. Ich komme. Einheit wird angegriffen. Auf sie. Ja, Sir. Nein, wir sollen ein bisschen die Mauern wegschießen, damit ich vernünftig durchkomme. Was für ein Spaß.
So, jetzt haut die Dinger hier mal weg. Ja, vielleicht wären so ein paar Orcas doch keine so schlechte Idee gewesen, um diese Türme hier mal auszuschalten. Aber das macht jetzt nichts. Das kriegen wir auch so alles hin. Das sieht ja ganz gut aus. Die Unterstützung ist ja auch gleich da. Feindliche Einheiten in Sicht. Auf dem Weg. Ich räume jetzt erstmal diesen Stützpunkt hier weg. Los geht's. Feuer. Greife an. Macht sie fertig. Macht sie. Dann habe ich nämlich hier meine Ruhe und kann in Ruhe meine Missionsziele erfüllen. Feuer. Völlige Überlegenheit. Wehre mich. So. Alle mal zusammen. Mammutpanzer. Dann machen wir hier so ein bisschen kleiner als aus den Nordtruppen. Ist ja kein Problem mehr. Mit diesen ganzen Mammutpanzern, die ich hier schon habe. So, fahrt hier mal rein. Hau diesen ganzen Mist hier mal kaputt. Zerleg jetzt erstmal die ganze Nordbasis. Mammut, Einsatz, Mammut, rückt vor. Ich komme. Habe ich noch mehr Mammutpanzer hier unten? Yo. Meine Befehle. Gleich mal hinterher. Mammut, rückt vor. Mammutpanzer. Frei. Auch das hier mal alles in den Dutt rein. Und ihr könnt direkt offensiv schön loslegen hier. Dann geht das alles ein bisschen flotter mit dieser Nordbasis. Auf sie! Greife an! Jetzt mal das Ding hier weg. Tschüss. Edi kaputt. Ja, aber kleiner als das der Nordbasis. Los geht's! So, dann sind Silos weg. Ich habe einen Mammutpanzer verloren? Voll gemein. Mammut rückt vor. Hier, das sind ja noch Raketen. Gemein. Unaufhaltsam. Mammut rückt vor. Hier könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen austoben. Ja, Sir. Macht sie fertig. Oh, Waffenfabrik zerstören. Bang. Nähere mich. Türme wegholzen. Mehr Türme wegholzen. Wir kommen wieder etwas defensiver, dass er mir nicht tatsächlich die ganzen Gebäude hier weghaut. Möchte ich ja noch nicht. Ich möchte ja erstmal nur Türme vernichten. Ja, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, das selber noch mehr zu zerstören, ne? Und dann mal die ganzen Raketenwerfer-Heinis hier wegnehmen. Den hier. Sonst zerschießen die mir die ganzen unterwegs. Mammutpanzer. Es reicht schon, dass ich einen davon verloren habe. Ärgerlich genug. Mammut rückt vor. Genau so, jetzt hast du das auch nochmal weg hier. Guck mal, jetzt haben wir hier noch ein Nordgebäude. Was für ein Spaß. Hier drauf, Feuer. Los geht's. Diesen Turm weg. Ist er weg? Super. Auf dem Weg. Jetzt da drüben zum Hafen. Ich komme. Einheit befördert. Mammutpanzer bereit. Hier, kommt mal hierher. Fahrt mal ein bisschen aus dem Weg, dass die anderen Jungs da vorbei können. Dann könnt ihr schon mal das auf hier kaputt hacken. Silos. Da war offenbar ein. Da kommen. Wenn wir Silos brauchen, dann brauche ich noch ein Flugfeld. Und rüste nochmal diesen hier eben auf. Damit ich mir das auch alles leisten kann. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. So, zack, dann kommt hier noch ein Flugfeld hin. Einheit wird angegriffen. Neue einfach, weil ich es kann. Und dann bauen wir mal 4 Orcas. Och, wie süß. Guck mal, das sind noch Panzer. Cool. Bereit. Die dürfte mal aggressiv werden. Beim Vorrücken. Und dann mal dieses Schiffchen zerstören als erstes. Und jetzt wird das Ding hier kaputt hacken. Und dann hoffen wir mal. Wir bringen ihn Verstärkung, Kommandant. Unbesiegbar. Orca-Angriff hier hin. Ziel B. Positiv, Luftangriffe eingeleitet. Was war das eben? Bereit zum Abheben. Ich krieg Verstärkung? Wo? Mammut. Oh, cool. Ich krieg noch Mammutpanzer dazu geschenkt. Das ist jetzt ja nett. Nicht viel weg.
Aber die Mission ist gleich vorbei. Mammutpanzer bereit. Ja, Sir. Mach mal Platz da, bevor ich gleich vom eigenen Orca-Angriff zerstört werde. Ja, das war jetzt nicht so geil. Komm, mach dir mal den Rest. So, das war's. Einsatzziel erreicht. Auf dem Weg. Ein bisschen auf die Waffen aufhalten. Oh. Mission erfolgreich. Okay, mal gucken, wie lange das jetzt gedauert hat. Dürfte etwas länger gewesen sein, weil ich mir halt die Zeit genommen habe, mit den Mammutpanzern zu arbeiten. Die sind ja recht langsam. Aber ein Versuch ist es ja wert gewesen. Die sind halt geil und wir kriegen die auch so schnell nicht wieder. Ja gut, für eine Stunde hat das gedauert. Schafft. Schafft. Auch geschafft. Porno. Haha. Gut, es gibt keine Cutscene und jetzt hätten wir als nächstes Kairo. Da müssen wir das Nordhauptquartier, glaube ich, hier in Afrika zerstören. Und das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Bis dann.